Herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Heute zeige ich euch keine neuen Gadgets oder sagen wir mal keine allerneuesten Gadgets, sondern heute zeige ich, was ich alles für Gadgets und Tools mitnehme, wenn ich morgen an den Mobile World Congress in Barcelona fliege und dort ein paar Tage lang über die neuesten Gadgets, die besten Smartphones, die neuesten Tablets und die aktuellsten Technologien berichten werde. Also, was habe ich denn dabei? Zuerst mal natürlich selbstverständlich mein MacBook Air, das 13 Zoll Modell i7 Core Intel Prozessor, Sandy Bridge Technologie, 13 Zoll Display, 256 GB SSD, 1,2 Kilogramm leicht, für mich das beste Notebook, das es überhaupt gibt. Ohne das gehe ich nie aus dem Haus. Wenn dem Schmuckstück was passieren sollte, dann nehme ich noch ein Asus, ein Windows-Teil mit, nämlich das ganz aktuelle neue Asus ZenBook UX31e. Das heißt, das ist ein Ultrabook. Ich habe die beiden ja auch schon in einem Video gegeneinander antreten lassen. Windows 7 drauf, vom technischen Standpunkt her praktisch das gleiche wie das MacBook Air. Einfach unter Windows, auch Core i7, 1,8 GHz, kann hochgetaktet werden bis 2,9, 256 GB SSD drin und 4 GB RAM. Perfekte Kiste, die sogar einen 1600er Bildschirm Auflösung hat. Das ist natürlich klasse, da kriegt man noch ein bisschen mehr drauf. Dieses Teil kommt auch mit, weil dann bin ich gut versorgt und falls mit dem MacBook Air irgendwas passieren sollte, kann ich auch auf dem Asus bloggen und meine Beiträge online stellen. So, wenn wir gerade beim Thema Bloggen sind, da wird natürlich auch produziert. Da auf der einen Seite nehme ich meine Videokamera mit. Ich will euch diese coolen Gadgets in Barcelona ja auch filmisch zeigen können. Habe ich ganz neu bekommen. Das ist eine Sony HDR-PJ10. Full HD Video, schön leicht, kleiner Camcorder mit Touchscreen, basierter Bedienung, hervorragendes Ding, gefällt mir sehr gut, 16 GB Speicher eingebaut, da unten ist noch eine 32 GB SD-Karte drin, sicher genug Platz für Filme, hat als kleines Gimmick hier noch einen Projektor, womit man halt mal kurz ein paar Leuten was zeigen kann, also wenn man das an die Wand wirft, ist jetzt nicht unbedingt für den ganz großen Kinoabend, aber ist eigentlich ganz witzig, funktioniert hervorragend, die kommt natürlich auch mit. Um Fotos zu machen, habe ich da meine kleine Point-and-Shoot-Kamera von Panasonic, die DMC TZ10. Ist schon ein bisschen älteres Modell, gibt es inzwischen schon ein paar Versionen weiter, aber ist eine hervorragende Kamera. Das ist das 12-Megapixel-Modell, sehr gute Linse, schnelle Auslöseverzögerung bzw. tiefe Auslöseverzögerung. Klappt ganz gut, 16 GB SD-Karte drin, damit kann man Fotos machen, die hat man immer dabei. Auch sehr praktisch, ja. Und dann natürlich Smartphones, mein alles immer dabei Smartphone, mein iPhone 4S. Klar, das kommt auch mit dem könnte man auch sehr gute Fotos machen mit der 8-Megapixel-Linse. Das habe ich dabei. Sollte dem Ding der Saft ausgehen, habe ich hier noch mein Mophie Juice Pack. Das ist ganz praktisch, kann man da so reinstecken. Zack, so. Und da könnt ihr hier unten, hat jetzt so einen kleinen Schalter, da könnt ihr dann wählen, ob ihr es jetzt laden wollt oder nicht. Hier seht ihr, wie viel Power da noch drin ist. Und dann stöpselt man das oben wieder drauf. Und ihr seht, natürlich, es wird ein bisschen dicker, aber eigentlich nicht viel, auch vom Gewicht her. Hat aber dann gleich die doppelte Akkukapazität. Das ist super praktisch, nehme ich auf jeden Fall auch mit. Weil, das werden sehr lange Tage werden in Barcelona und man weiß ja nie, ob dann der Akku auch lange genug hält. So, also dieses Smartphone ist sowieso gesetzt. Dieses Smartphone kommt auch mit. Das ist das Samsung Galaxy Nexus, das beste Android-Smartphone, welches es gibt. Mit Android 4.0.2 ist, glaube ich, aktuell. Ice Cream Sandwich drauf. Nehme ich natürlich auch mit. Schon nur, um meinen Sponsor Samsung zu erfreuen, beziehungsweise an dieser Stelle herzlichen Dank, dass Samsung mir die Reisekosten und Übernachtungskosten sponsert dort in Barcelona. Aber das Ding hätte ich sowieso dabei, einfach, dass ich auch ein Android-Teil habe und vor allem als Backup, falls, wie gesagt, hier was passiert, dann habe ich hier noch ein Smartphone und mit einer eigenen SIM-Karte und bin demzufolge auch online. Was ich auch mitnehmen werde, ist das Samsung Galaxy Note. Und zwar ganz einfach aus einem Grund.
Das Galaxy Note liegt jetzt schon ein paar Wochen bei mir rum, beziehungsweise ist bei mir im Einsatz. Hab den Testbericht auf eifrig.ch immer noch nicht geschrieben, was daran liegt, dass ich immer noch nicht sicher bin, ob das ein zu kleines Tablet oder ein zu großes Smartphone oder doch eine ganz neue coole Kategorie ist. Demzufolge nehme ich das jetzt mal mit und schaue mal, ob man so in einem hektischen 3-4 Tagen messe, ob man das Ding, ob man den Stylus, ob man das irgendwie brauchen könnte, ob einem das zusätzlich irgendwelche Features bietet, die halt so ein normales Smartphone vielleicht nicht bietet. Drum packe ich mir das auch noch in den Rucksack. Mal gucken, wie wir das einsetzen werden. Ja, wenn wir beim Thema Tablet sind, natürlich ohne Tablet gehe ich auch nicht aus dem Haus. Eigentlich würde ich ja das iPad mitnehmen, aber das iPad, das ist bei meinem Sohn zu Hause, der ist 3 gesetzt, der will immer am Abend damit spielen. Also nehme ich hier das zweitbeste Tablet im Moment auf dem Markt, das Galaxy Tab 7.7. Super AMOLED-Screen, 7.7 Zoll groß, 1280er Auflösung, Dual-Core, 1,4 GHz, schieß mich tot, alles drin, alles dabei. Ein absolut geniales Tablet, das ich erst gerade bekommen habe. Der Testbericht geht dieser Tage dann online auf eifrig.ch und das ist vor allem eine ganz knackige Größe, die man noch gut mit einer Hand halten kann. Und ansonsten hat es die Auflösung der üblichen Tablets, einziger Nachteil leider noch Honeycomb drauf, also Android 3.2. Das ändert sich ja dann im Frühling, wenn Samsung auch Android 4.0 bringt. Aber ja, wie gesagt, das Teil kommt auf jeden Fall auch mit, weil das ist einfach ein ganz knackiges Tablet. Das muss einfach auch in den Rucksack. Ja, vielleicht hier, witzigerweise auch von Samsung, ohne dass ich jetzt meint, ich hätte nur Samsung Hardware, aber das ist eine USB 3-Disk, 1 TB. Und sie ist sehr leicht und das Praktische dran ist, dass sie immer ohne zusätzliches Netzteil funktioniert. Das heißt, ich kann die egal an meinem MacBook Air oder auch da am 10-Book kann ich die einfach anschließen und habe dann 1 TB zusätzlichen Speicher für Filme und so weiter. Ganz praktisch, die fliegt bei mir immer im Rucksack mit, die liegt irgendwo dabei. Wenn wir beim Fliegen sind, die Reise nach Barcelona von Bern aus ist ja zum Glück nicht so weit, aber trotzdem, ich steige in keinen Flieger ohne dieses Ding hier. Ihr seht schon, Bose, was ist denn das? Tja, das sind meine Quiet Comfort 15 Noise Cancelling Headphones. Das Beste, was es gibt, ihr setzt die auf, ihr schaltet hier diesen Schalter an und danach sind die Außengeräusche einfach weg. Hat hier ein Mikrofon und hier auch und das wird irgendwie aufbereitet, was außen kommt und dann entsprechend die gleiche Frequenz bzw. die gegenlaufende Frequenz euch auf die Ohren gehauen und das ist absolut genial. Ihr zieht das an und ihr seid weg. Das ist wirklich genial, nicht nur im Flieger, auch sonst, wenn man mal eine ruhige Minute braucht, kann man sich im größten Lärm irgendwo hinsetzen, setzt dich dir auf die Ohren und ihr habt Ruhe. Egal, ob ihr danach noch Musik hört oder nicht, aber das ist echt genial. Einziger Nachteil, sie sind unverschämt teuer. Das ist eigentlich schon fast eine Frechheit, aber man muss sagen, die Technik ist so genial. Also diese Dinger kommen natürlich auch mit, die sind auch immer dabei. Ja. Ihr seht, doch ein bisschen Hardware. Im Moment bin ich mir noch einmal überlegen, ob ich die schnuckelige PS Vita, die ich ja vor ein paar Tagen bekommen habe, wo ja auch schon ein Video online steht von mir, ob ich die auch mitnehmen soll, zum ein bisschen daddeln. Nicht, dass ich denke, dass ich überhaupt Zeit habe, aber es ist einfach ein heißes Teil und ich habe mir ein paar Spiele runtergeladen und vielleicht fliegt die auch noch mit, für dass ich da einfach zwischendurch mal noch eine Runde daddeln kann. Mal gucken, weiß ich noch nicht so genau. Das ist übrigens die Neoprenhülle, die im Welcome Starter Pack dabei ist. Damit kann man sie ganz schön einpacken. Also ihr seht, ist relativ viel, beziehungsweise passt eigentlich alles locker in einen Rucksack. Ist von dem her gesehen gar kein großes Problem. Ja, die Netzteile dazu, die erspare ich euch. Das ist natürlich wie immer. Die allermeisten haben zum Glück ja inzwischen Micro-USB. Da braucht man nur ein Netzteil, aber es gibt dann noch so Spezialisten wie zum Beispiel Sony, die einen proprietären Stecker haben. Danke Sony, da muss ich nochmal ein Netzteil mitnehmen. Dann natürlich hier auch wieder Sony. Die Kamera, die hat auch wieder ein eigenes. Und last but not least natürlich auch die Lumix, die hat ein eigenes Ladegerät. Also da fliegt dann einfach am Schluss, fliegen dann doch wieder 3, 4, 5 Netzteile mit, die es eigentlich sonst nicht brauchen würde. Das ist ein bisschen schade. Ja, ihr seht, eine ganze große Gadget-Sammlung, die ich da mitnehme nach Barcelona, um mir noch viel, viel mehr weitere Gadgets anzugucken. Schaut einfach mal auf eifrig.ch vorbei oder auf meinem Twitter-Stream. Dort werde ich über die neuesten Technologietrends und die neuesten Dinge dort in Barcelona berichten. Das war Jean-Claude für eifrig.ch. Besten Dank fürs Zusehen und tschüss.